1997, als ich damals angefangen habe, hatte ich eine große Scheu überhaupt für diese Form zu schreiben, weil es einfach so ungeheure Meisterwerke, gerade in dieser Königsdisziplin Streichquartett, gibt. Ich habe ganz viele Anfänge geschrieben, die alle mir nicht richtig, die mir verlogen vorkamen, weil ich das gar nicht hätte behaupten können. Insofern habe ich diesen Druck, der da auf mir lastete, versucht, musikalisch wirklich zu thematisieren. Am Anfang, das ist ja genau dieser Druck, unter dem das erste Quartett beginnt. Und erst 4 Jahre später, als ich das zweite Quartett geschrieben habe, mittendrin, kam überhaupt dieser Gedanke, dass man da natürlich noch überhaupt nicht fertig ist mit dem Thema und dass man einen Zyklus draus machen möchte. Was bei Jörg echt toll ist, ist, dass er auch ein sensationell guter Musiker ist, erstmal, und auch Solist. Und deswegen sind Sachen, die man mit ihm in seinen Quartetten bespricht, genauso übertragbar auf andere Stücke. Also einfach durch das Wesen des Komponisten, wie er über die Musik spricht, was für Gesten er macht, wie er etwas vorsingt, dann bekommt man sofort zu spüren, aha, okay, so muss es sein. Also wir haben ein besonderes Verhältnis zu Jörg, weil wir das große Glück hatten, ihn schon vor über 10 Jahren kennenzulernen. Und wir hatten damals die Gelegenheit, eine CD zu produzieren und hatten ihn dann gefragt, ob er einverstanden wäre, wenn wir sein erstes Quartett zum ersten Mal aufnehmen. Und im Zuge dessen, im Zuge der Vorbereitung auch, hatten wir die Gelegenheit, mit ihm zu arbeiten. Und das war so unglaublich für uns. Er hat da sich Zeit genommen ohne Ende. Wir waren völlig überwältigt, mit welchem Enthusiasmus, mit welcher Hingabe und Offenheit er uns auch begegnet ist. Und waren regelrecht angefixt von seiner Musik. Beim Komponieren, man stellt sich ja etwas vor, konkret, aber etwas, was nicht greifbar ist. Musik ist ja erstmal nichts Stoffliches, beziehungsweise ist Luft, bewegte Luft. Es ist für mich immer spannend, dann mit den Interpreten zu arbeiten und zu sehen, ja, vielleicht habe ich was falsch notiert, ja? vielleicht muss man gerade dynamisch ein paar Retuschen machen. Und jetzt gerade mit dem Signum-Quartett zu arbeiten, das ist ein großes Vergnügen, weil die von vornherein fantastisch spielen. Und dann macht es eigentlich am meisten Freude, wenn man dann dort aufbauen kann und dann Details arbeiten kann und musikalisch arbeiten kann. Und was da zurückkommt von denen, das ist fantastisch. Streichquartett interpretieren, überhaupt Musik interpretieren, ist immer die Suche nach der Wahrheit. Man wünscht sich das ja eigentlich oft, dass man auch in der älteren Streichquartettliteratur mal die Gelegenheit hätte, mit einem Komponisten über seine Stücke zu sprechen. Und jetzt hat man plötzlich die Möglichkeit. Und das ist, finde ich, wahnsinnig aufregend. Thank you.
wir das erste Quartett gelernt haben von Jörg, da war uns, glaube ich, gar nicht so klar, dass wir eines Tages die 5 Quartette in einem Konzert spielen würden. Wir haben das dann zunächst kombiniert in Konzertprogrammen zusammen mit Schumann und Haydn. Und jetzt diese 5 an einem Abend zu spielen, ist für uns einerseits eine Riesenherausforderung und andererseits hat man das Gefühl, dass man die Teile, die zusammengehören, jetzt auch endlich zusammenführt. Bei dem Streichquartettzyklus von mir verhält es sich nun so, dass ich jedes einzelne Quartett wie einen Satz in einem klassischen Quartett betrachte. Die können nun also alle einzeln gespielt werden und sollen und werden auch einzeln gespielt, aber dadurch, dass sie wirklich als im Prinzip Sätze eines großen Quartettes, in dem Fall über 1,5 Stunden Musik, von mir konzipiert sind, ist für mich eigentlich das Schönste, was mit den Streichquartetten passieren kann, wenn ein Publikum sie wirklich am Stück an einem Abend hören kann. Thank you.